Im Süden von Frankreich, von der Côte d'Azur bis zur Haute-Provence, ist ein Pastis die unangefochtene Nummer 1 beim beliebten Apéro. Roger, bitte noch einen Pastis. Pastagar, kleiner Gelber, Fleie oder Tigermilch. Das Getränk hat viele Namen, doch Puristen nennen ihn einfach nur Pastis. Die durchsichtige Flüssigkeit mit Goldschimmer hat eine Besonderheit. Sie wird milchig trüb, wenn Wasser ins Spiel kommt. Pastis wird nach einem strengen Ritual serviert. Magst du einen Eiswürfel, Jean-Yves? Ja, gern. Der Eiswürfel kommt zum Schluss rein. Sie müssen verstehen, der Pastis ist ein Teil unserer Lebensart. Ein Produkt, das ich fast als edel bezeichnen würde. Rund ums Mittelmeer gibt es schon seit der Antike Getränke mit Anisnote. Ursprünglich verfeinern sie das Wasser und werden wegen ihrer verdauungsfördernden Eigenschaften getrunken. Der Pastis, wie wir ihn heute kennen, ist ein junges Getränk, das durch eine Marseiller Erfolgsgeschichte des 20. Jahrhunderts entstanden ist. In nur wenigen Jahrzehnten ist das Gebräu neben Pétanque und Zikaden zum Wahrzeichen des Südens geworden. Vor dem Pastis gab es Anisette. Für den Anisgeschmack müssen wir hoch hinauf. Zwischen Alpen und Mittelmeer liegt die Haute-Provence, in einer bioklimatischen Region, wo viele Aromapflanzen wachsen. Oberhalb von Forcalquier liegt das Hochplateau der Murfelsen. Dort hat man schon immer Kräuter gesammelt. Zwischen der Durance und dem Gipfel der Montagne de Lure wachsen schätzungsweise 2000 Pflanzenarten. Und 1400 von denen sollen essbar sein. Wir sind in einer sonnigen Gegend und der Himmel hier ist angeblich der klarste von Europa. Wir stehen aber auch unter dem Einfluss der Alpen, die kalte Nächte bringen. Die Sonne plus die kühlen Nächte lassen besonders interessante Aromen entstehen. Seit dem 19. Jahrhundert verwenden die Dorfbewohner die für ihre reinigende Wirkung bekannte Anispflanze. Sie stellen daraus Arznei oder Aperitifs her. Früher haben sie alles gesammelt, was ihnen untergekommen ist. Es gab Fenchel, der war überall zu finden. Jeder hatte sein eigenes Rezept. Und jeder hat den Anispflanzen hinzugefügt, was er eben gefunden hat. Lange Zeit werden die Pflanzen für den heimischen Gebrauch eingelegt. In den provenzalischen Dörfern, wie hier in Niozelle am Fuße der Berge, erinnert man sich noch heute daran. Die Bauern hatten die Angewohnheit, die in Alkohol eingelegten Pflanzen in die Sonne zu stellen. Das beschleunigt den Alterungsprozess. Und solche Flaschen wurden auf die Brunnen gestellt. Nach der Feldarbeit kam man mittags auf dem Weg nach Hause am Brunnen vorbei. Ich war ein kleiner Junge, also habe ich 2, 3 Tropfen vermischt mit dem kühlen Brunnenwasser bekommen. Das war ein Getränk, ich würde fast sagen paradiesisch. Denn es hat uns erfrischt, wenn wir so richtig Durst hatten. Doch es dauert, bis diese Gewohnheit Einzug in die Kneipen hält. In der Nachbarstadt Forcalquier stellt die Destillerie de Provence seit Ende des 19. Jahrhunderts mit Pflanzen aromatisierte Aperitifs her. Vor dem Ersten Weltkrieg gibt es keine Anisette. Absinth steht auf jedem Tisch. Doch die grüne Fee wird bald beschuldigt, verrückt zu machen. Dieser schlechte Ruf bedeutet ihr aus. Als der Absinth 1915 verboten wird, stellen die Absinth-Produzenten weiter Liköre her. Sie durften nur das Wermutkraut nicht mehr verwenden. Also haben sie Zutaten mit Anisaromen bevorzugt und Anis-Schnäpse hergestellt.
1924 stellt die Distillerie de Provence ihren ersten Anis-Schnaps her. Wir haben die lokalen Kräuter mit Gewürzen und Anethol angereichert. Anethol ist ein Auszug aus Sternanis, der nur im Südwesten Chinas wächst. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kommen zahlreiche Anisliköre, die sogenannten Anisette, auf den Markt. Doch keines erreicht die Beliebtheit der grünen Fee vor dem Krieg. Der junge Marseiller Paul Ricard schließt mit seinem Rezept diese Marktlücke. Er nennt es als erster offiziell Pastis, abgeleitet vom provenzalischen Wort Pasta, das so viel wie Mischung oder Teig bedeutet. Das Gebräu entsteht in Sainte-Marthe im Norden Marseilles. Dieses Stadtviertel liegt am Fuße des Massif de l'Étoile und ist nach jener Heiligen benannt, die sich vor dem Anstieg am Brunnen erfrischt haben soll. Hinter uns haben wir einen außergewöhnlichen Blick auf Marseille. Nur von hier aus kann man diesen Ausblick genießen. Diesen Geheimtipp kennt kein Tourist. Die Gegend ist dennoch berühmt, denn von hier stammt Paul Ricard, der Erfinder des Pastis mit dem Namen Ricard. 1928 begleitet der 19-jährige Paul seinen Vater, einen Weinhändler. Auf diesen Fahrten trifft er den Schnapsbrenner Espanet, der ihm sein Anisette-Rezept verrät. Von da an tastet sich Ricard an seine eigene Produktion heran. Anfangs war sie noch bescheiden. Er stellt Freunde aus dem Viertel für die Flaschenabfüllung an. Sein Bruder klappert die Kaffees ab. Er lässt sein Umfeld kosten und ändert entsprechend der Anmerkungen seine Rezeptur. In seiner behelfsmäßigen Werkstatt in Sainte-Marthe versucht der junge Mann, seine Konkurrenz auszustechen. Die Zutat Süßholz wird ihm Glück bringen. 1932 lässt Ricard seine Marke mit dem knackigen Slogan »Der echte Pastis aus Marseille« eintragen. Er möchte die Franzosen verführen, die neuerdings Marseille dank der bezahlten Urlaubstage entdecken. Doch der Erfolg des Pastis stört sowohl die Weinbauernlobby als auch die Liga der Anti-Alkoholiker. 1940 verbietet die Vichy-Regierung Aperitifs mit mehr als 16%. Dem Vichy-Regime zufolge ist das einer der Gründe für die Niederlage von 1940. Das Plakat von Vacher, das die nationale Revolution preist, zeigt es. Der Teil Revolution Nationale ist Frankreich, das auf Arbeit, Familie und Vaterland errichtet ist, im Blau-Weiß-Rot. Auf der anderen Seite ist Frankreich vor Vichy dargestellt, vollkommen zerstört und mit seinen Problemen, darunter auch Pastis. 1951 wird der Pastis schließlich wieder erlaubt. Im selben Jahr bringt Pernod aus Ostfrankreich seinen berühmten Pastis 51 auf den Markt. Ricard seinerseits trumpft mit dem Süden und dessen verführerischen Farben, dem Gelb der Sonne und dem Blau des Mittelmeers. In den 70er Jahren lässt der Marseiller Bürgermeister Gaston de Fer den Plage du Prado im schicken Ambiente des Aufschwungs der Nachkriegszeit anlegen. Paul Ricard nutzt die Euphorie des Wiederaufbaus und vergoldet das Image des kleinen Gelben. Er verankert den Pastis als Inbegriff des Südens im Bewusstsein der Franzosen. Ab den 50er, 60er Jahren gibt es die Entwicklung des Automobils, mit dem die Menschen ihren Wohnort verlassen und in den Süden fahren können. Natürlich auf der berühmten Straße National 7. Die Franzosen verfallen diesem Erfrischungsgetränk, das nach Urlaub schmeckt. Wenn Ricard seinen Pastis verkauft, verkauft er damit eine Lebensart. Die Sonne, den Strand, das Baden und so weiter. Um das zu erreichen, zieht er alle Register.
Paul Ricard ist ein Marketinggenie. Er nutzt das Zeitgeschehen, wie zum Beispiel 1956, als die Suez-Krise die Versorgung mit Treibstoff verhindert. Er setzt Dromedar-Karawanen ein, natürlich in voller Montur, wie es sich gehört, und liefert Kisten mit Ricard an die berühmtesten und bekanntesten Cafés. Man muss sich mal das Aufsehen vorstellen. 1956, angesichts eines solchen Spektakels. Für das Vermarkten seines Produkts bei den Franzosen ist seine beste Idee die Begleitung der Tour de France. Abends wird die berühmte Ricard-Karawelle zur Bühne. Dort treten Stars auf, die man mit dem Süden assoziiert, wie D'Arcelys oder der Schnulzensänger Tino Rossi. Paul Ricard wollte das Image des Südens nutzen. Er wird dieses Bild auch erschaffen und gestalten. Das Bild vom Meer, beziehungsweise seine Investitionen auf der Ile de Bondor oder Ile des Zombies. Der Unternehmer erwirbt mit seinem Vermögen zwei kleine Inseln an der Côte d'Azur und stattet sie nach seinen Vorstellungen aus. Die Ile de Bondor empfängt Touristen mit künstlerischem Luxus. Die ursprünglichere Ile des Ombiers beherbergt das ozeanographische Institut Paul Ricard. Der Meeresliebhaber ist jedoch vor allem als Mann im Gedächtnis geblieben, der ein Getränk erschaffen hat, das in die ganze Welt exportiert wird. Ende des 20. Jahrhunderts beschränkt sich das Image des Pastis allerdings auf ein typisch französisches Volksgetränk. Doch die junge Generation bemüht sich, die Verbindung zur Region wiederherzustellen. Die Fußgängerzone im Schmelztiegel Marseille zieht ein gemischtes Publikum an. Hier, mitten im Stadtzentrum, hat Guillaume Strebler seine handwerkliche Destillerie gegründet. Der Platz ist dreieckig und um ihn herum gibt es lauter Restaurants und Bars. Außerdem gibt es viele kleine Gassen mit einer bunten Atmosphäre. Es gibt viele Graffiti, Geschäfte und Kunstschaffende. Es ist die Marseiller Gegenkultur. Das sind Orte, die zum Verweilen einladen. Hier verbringt man die Zeit wie an einem Brunnen in einem kleinen Dorf. Diese gesellige Atmosphäre ist wie geschaffen, um die reichen Aromen des Pastis zu entdecken und seine Leidenschaft weiterzugeben. Im Hinterraum der Destillerie geschieht genau das. Ein paar Freunde stellen ihren eigenen Pastis her. Als Basis braucht es Anis und Süßholz. Der Rest kann variieren. Eisenkraut, Dill, Kardamom, Thymian, Zimt oder Hibiskus. Heutzutage sind alle Zutaten erlaubt. Die Idee dahinter ist, den Leuten die Herstellung beizubringen, damit sie es zu Hause machen können. So wie man Marmelade macht, kann man eben auch Pastis machen. Pastis ist ein verschmähtes Getränk. Dabei kann man guten Pastis herstellen. Der Geschmack der Pflanzen soll im Vordergrund stehen. Wie die französische Hafenstadt überrascht auch der Pastis immer wieder. Eine bunte Mischung, die sich ständig neu erfindet, ohne ihre regionalen Wurzeln zu vergessen. Ein Genuss, der in Maßen am besten schmeckt.